Komm, ich nehme euch mit. In meine Peak Week, in meine Peak Week. Also, ich habe in den vergangenen Videos ja schon mal ein bisschen dazu erzählt, dass ich bei den Pürzelbrüdern Alex und Andy in Wien die Ausbildung zum Diplom Strength Coach absolviere, seit Februar schon. Und jetzt sind wir in der letzten Woche der Diät. Ne? Also, erster Prüfungsteil ist ja eine 12-wöchige Bodybuilding-Diät selber an sich zu testen. Und jetzt sind wir in der letzten Woche und es ist die Peak Week. Das heißt, wir wollen nochmal alles rausholen, wir wollen nochmal auf Gewicht kommen. Heute Morgen war ich auf der Waage 80,9 und am Sonntag muss ich auf der Waage haben 80,0. Ne? Also wenn ihr das Video seht, dann ist das Ganze schon vorbei. Heute wäre normalerweise Snatch Balance etc. gekommen, aber das lasse ich heute alles weg. Ich mache heute einen Pull-Tag, also alles zum Thema Ziehen, Rücken. Okay, let's go. In each moment, the yoga mat on the floor is more than that. It's a metaphor, a way of life amongst shores, a soldier's orders. I'm in a war, a living chain, a growing plan. The craft. Oh, yeah. And he wants to tell y'all a little bit about where he comes from. Palm trees, bad bitches, and loaded bees. OGs like me eat no policies. Now labels, jelly beans, and wallabies. Real niggas from the set I hardly ever seen. Mostly her, celebrate the kiss her. The movie dip, we hop it, then we swiss us. A lot of homies like to wear the piss on. Hands older than her, short. So, zwischendurch mal, was überhaupt ist mit einer Peak Week gemeint? Da wir jetzt, wie gesagt, in der letzten Woche sind, kurz vorm Abwiegen am Sonntag nach 12 Wochen Diät. 5,5 Kilo sind runter, 5,6 Kilo sind runter von 6,5 insgesamt, also 900 Gramm noch. Es sind jetzt die nächsten Tage, Montag und Dienstag, zum Entladen gedacht. Das heißt, die Kohlenhydrate werden so weit wie möglich runtergefahren, so weit wie möglich es geht. Ballaststoffe bleiben drin und Eiweiß ganz normal. 2,5 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also ungefähr 230 Gramm in meinem Fall, und Fett 1 Gramm pro Kilogramm Körpergewicht, also ungefähr 70-80 Gramm hatte ich die letzten Wochen auch schon so. Kohlenhydrate runter, sehr viel Wasser trinken, morgen auch nochmal, und dann wird nochmal vollgeladen, Kohlenhydrate ein bisschen hoch für 2 Tage, und dann sollte das Gewicht passen. Packe ich auch noch mal in die Beschreibung unten rein, wenn er noch mal genau wissen will, was da abgeht. Das ist auf jeden Fall jetzt die Peak Week, um das gewünschte Ziel, einen super Look und schön lean auszusehen, zu erreichen bis nächsten Montag. Ja, also wie gesagt, es gibt jeden Tag ein bisschen Video. I had to tell my girl to pack the shit, cause she slipped and dipped inside. I need a girl that's ready to ride, to keep the heat right by her side. Hey, yo, so what the deal, dog? Tell me, keep it real, dog. Nigga, seen trust to the brain. How you feel, dog? Nigga, I can rise it up, let it spill, dog. Anything you want, I can flip, got the skill, dog. Baby girl, you so, so. Boom. Boah, ewig lang keine Biceps Curls mehr gemacht. Da bin ich sehr gespannt, wie meine Arme
morgen darauf reagieren werden. Biceps Curls. Und damit war es das auch für den Pull-Tag. Morgen kommt dann Push dran. Bankdrücken mit Langhantel, Kurzhantel, Push-Up-Varianten. Mal schauen, was mir alles noch dazu einfällt. So, jetzt geht's weiter. Steps machen. Zu dem Thema Steps auf jeden Fall auch. Immer in Bewegung bleiben. Schritte machen, Steps machen. Damit man auf die Kalorienanzahl am Tag kommt. Und deswegen gehe ich jetzt zur Arbeit. Und damit meine ich, ich gehe zur Arbeit. Ich laufe zur Arbeit. Kein Auto, kein Fahrrad. Yo, wir sind an Tag 2. Es ist Dienstag. Bekanntlich war gestern der erste Tag zum Entladen. Kohlenhydrate so weit wie möglich runter. Ging einigermaßen. Pull-Training war auch okay. Habt ihr ein paar Bewegungen gesehen? Typisches klassisches Bodybuilding. Heute ist der Push-Day. Ja, also werden Sachen dabei sein wie Bankdrücken mit Langhantel, Bankdrücken mit Kurzhantel und Liegestütz und so weiter. Ein paar Push-Bewegungen, ein bisschen Schulter-Seitheben auch. Also wieder klassisches Bodybuilding-Programm. Heute, die erste Hälfte des Tages, war naja, erträglich ohne die Kohlenhydrate. Mittagessen steht noch aus. Ich versuche das Essen so weit wie möglich nach hinten raus zu zögern. Also in die Ende des Tages. Ziel der ganzen Sache ist ja, die Glykogenspeicher zu leeren, sehr viel zu trinken, bis zu 8 Liter. Und das machen wir dann morgen auch nochmal. Und dann gibt es einen Beintag höchstwahrscheinlich noch. Und dann werden die, kann schon nicht mehr reden, das ist ein Nebeneffekt. Konzentration und Reden fällt ein bisschen schwer. Dann werden die Speicher wieder aufgefüllt mit Kohlenhydraten, um einen vollen Effekt dann in der Optik zu haben. Ja, Endergebnis werdet ihr dann sehen. Übung Bench Press. Push Dienstag auch beendet, kann mich gar nicht mehr erinnern. So ein lokales Brennen in einzelnen Muskeln in den letzten Jahren gespürt zu haben. Bodybuilding oder in dem Fall Functional Bodybuilding ist schon nice. Alright, das war der zweite Tag. Schaltet wieder ein zum nächsten Mal. Ich melde mich wieder. Okay, heute am Mittwoch gibt es nur ein theoretisches Update. Also, Gewichtsdrop ist auf jeden Fall ordentlich, bin unter dem Zielgewicht bei 78,4, heute Morgen eingependelt. Das heißt, Montag, Dienstag, Mittwoch war klassisch Keto. Die Kohlenhydrate so niedrig wie möglich halten, so um die 80, 100 Gramm. Die meisten Kohlenhydrate kamen über Gemüse oder Milchprodukte zustande. Ansonsten Eiweiß hoch, Fett auch normal niedrig. Und heute ist Pausetag, das heißt, ich habe sehr viele Schritte gemacht, ich war sehr viel spazieren, weil ich ansonsten auf mein Aktivitätslevel nicht gekommen bin. Die Garage bleibt heute unbenutzt, es ist kein Training. Morgen kommt das Beintraining. Gestern war so ein kein geiler Tag, extrem Kopfschmerzen und so weiter. Das Push-Training ging trotzdem gut durch, hat sich ja gut angefühlt, Gott sei Dank. Ich hätte, glaube ich, keine Workouts ballern können, wie ich das normalerweise mache. Allerdings habe ich mich ja auch schon Anfang der Woche dafür entschieden, das nicht zu machen. Morgen, wie gesagt, Beine.
bin ich sehr gespannt. Und da gibt es eine neue Sache, die zeige ich euch dann morgen. Also ihr Donnerstag, Leg Day. Oh ja, wir sind in 9. Tag angekommen, am 9. Tag angekommen. Ich habe manchmal ein bisschen Sprachschwierigkeiten oder auch Schwierigkeiten, die richtigen Buchstaben und Wörter und Sätze zu finden, da ich die letzten 3 Tage Keto unterwegs war, Low Carb mit unter 100 Gramm Kohlenhydraten. Wer das schon mal gemacht hat, der weiß, dass einem die normalen Vorgänge im Alltag einfach alle ein bisschen schwer fallen. Heute, Gott sei Dank, bin ich wieder am Aufladen. Das heißt, Kohlenhydrate sind wieder da. Und ich darf es kaum sagen, aber ich sag's es trotzdem. Ich habe Wadenmuskelkater. Ja, richtigen schönen Wadenmuskelkater von meinen Schritten, von meinen Steps. Ich mache ja jeden Tag zwischen 12.000 und 15.000 Schritten, um den Kalorienverbrauch extrem hoch zu halten. Und gestern habe ich zweimal 4 oder 5 Kilometer Touren hier durch den Ort gemacht. Heute auch schon wieder. Und ich habe ordentlichen Wadenmuskelkater und das passt perfekt, weil heute ist offizieller Leg Day. Also normalerweise bei mir donnerstags ist Off Day, Pausentag. Da allerdings die Woche sowieso komplett anders läuft und ich eine komplette Bodybuilding-Woche mache. Angefangen habe ich ja mit dem Push, dann habe ich Pull weitergemacht und es war andersrum. Ja? Spult einfach zurück, dann wisst ihr es. Ich glaube, ich habe mit Pull angefangen. Und dann habe ich Push gemacht. Und dann habe ich den Tag frei gemacht. Das war der Mittwoch. Normalerweise ist Mittwoch ein Trainingstag und heute ist dann der Donnerstag, der Leg Day. Morgen geht es nämlich am Freitag nach Wien für Body Compositioning. Da wird nämlich dann am Wochenende dann die Maße genommen, weil die 12-Wochen-Diät dann vorbei ist. Also schaut euch an, was ich heute am Leg Day mache. Und ich habe ja gesagt, dass es noch was Neues gibt. Und zwar habe ich mir einfach mal neue Lifter rausgelassen. Ne? Schauen wir uns die Babys hier mal an. Das sind die Nike, man kann es kaum aussprechen, Romaleus 4. Und die werden jetzt heute eingeweiht. Normalerweise habe ich immer die Reebok Legacy Lifter an. Heute habe ich mal die Nikes an. Mal gucken, ob die besser sind, was da anders läuft. Yes. Mies. Ich wollte unbedingt nochmal den 9. und den 10. machen, aber da hat es mir die Lichter ausgeknipst. Ey. Puh, da habe ich gemerkt, die letzten Tage kam keine Energie rein. Der wäre kritisch geworden. Ja.
Stuff muss auf jeden Fall auch immer dabei sein. Okay. Also, das war der Donnerstags Leg Day. Der hört jetzt noch mit einem Cooldown auf dem Bike auf. Und schöne Übungen, war nochmal cool, auch die Techniken nochmal reinzubekommen für die Deadlifts, wo ich immer ein bisschen Probleme habe mit der Parallelverschiebung Hüfte und Oberkörper bzw. Knie. Und jetzt die nächsten Wochen steht ja dann der Krafttest an, wo ich dann einfach für One Rep Max maximales Gewicht auch den besten Bewegungsablauf rausfinden muss für Back Squat, Deadlift, Bench Press und Military Press und Pull-Up mit Zusatzgewicht. Morgen geht's weiter. Gibt es auch nochmal einen kleinen Einblick. Morgen ist dann höchstwahrscheinlich inoffiziell trainingsfrei, aber da ich in Wien bin und im Gym bin, werde ich bestimmt was trainieren. Also melde ich mich dann von morgen. So, es ist Freitag. Gestern Beintraining, heute Off-Day, Rest-Day, Ladetag, Kohlenhydrate kommen nochmal rein. Hier wird nicht trainiert heute. Ich mache nur ein bisschen Cardio, das zählen wir mal nicht als Training. Ich setze mich aufs Bike und dann in 2 Stunden sitze ich schon im Flieger nach Wien. Und dann gibt es heute vielleicht auch nochmal ein kurzes Core-Workout oder vielleicht auch gar nichts. Mal schauen. Ganz entspannt, ich muss auf jeden Fall nur die Bewegung machen, die Schritte, die Steps, die aber natürlich auch jede andere Möglichkeit von Cardio bieten. In Bewegung zu bleiben, weiterhin 8 bis 10 Liter Wasser trinken, was mich echt stark herausfordert. So viel Wasser, ich weiß nicht, ob schon mal jemand von euch so viel Wasser getrunken hat. Jungs oder Mädels, die in der Wettkampfvorbereitung waren, haben es vielleicht schon mal gemacht, ich noch nicht. Es ist gar nicht so einfach. Also Tee, Kaffee, Wasser, so im Wechsel. Und normalerweise wäre die Abwaage offiziell heute gewesen. Ein paar Teilnehmer vom Kurs haben es gestern schon gemacht. Da ich heute erst anreise, wird das Ganze Sonntag früh sein. Das heißt, wir haben den Freitag heute nochmal zum Laden. Dann haben wir morgen den Tag, um zu schauen, wie das Ganze sich aufs Körpergewicht auswirkt. Heute Morgen sehr gut. Knapp unter 79, 78,3, 78,4. Also das niedrigste Gewicht überhaupt, obwohl ich gestern sehr viel mehr Kalorien reingeknallt habe, vor allem Kohlenhydrate. Das war auch das Ziel, aber in Verbindung mit dem Wasser funktioniert das wohl sehr gut, die Glykogenspeicher aufzufüllen und dann praller auszusehen. Das Endergebnis seht ihr dann am Sonntag. Ich melde mich das nächste Mal aus dem Gym in Wien. Okay, wie versprochen, die nächste Einstellung aus Wien, aus dem Gym, hier in der ehrenvollen Ecke, wo einige der Jungs schon ihre Videos gemacht haben, wo auch Podcasts aufgenommen werden. Alles unter dem Motto No Bullshit. Also ich bin jetzt in Wien angekommen. Habe mich dafür entschieden, dass heute ein Training nicht mehr großartig viel stattfinden wird. Bisschen Mobility, minimal Cardio. Anreise war irgendwie stressig. Liegt sicherlich auch an den letzten Stunden oder Tagen der Diät. Wie gesagt, ich bin ganz froh. Werde heute keinen offiziellen Trainingstag machen. Es ist ein Rest-Day. Trinke jetzt unten ganz entspannten Kaffee, es ist schönes Wetter, ich genieße einfach. Ich war gerade eben bei diesem sehr coolen Sport, also Nutrition Store in der Wiener Stadt, in der Nähe vom Praterstern. Die Empfehlung habe ich von den Teilnehmern bekommen, habe ein paar geile Monstersorten gekauft, die es sonst nicht so gibt, und noch ein paar gute Riegel und natürlich ein paar Sachen für den Cheat, die ich jetzt versteckt habe in der nächsten Tasche, weil dann am Sonntag, nachdem die Abwaage und die Umfänge gemessen wurden, wenn dann alles erfolgreich beendet wurde von der Diät, wird natürlich ordentlich gecheatet, zumindest das, was vor Ort möglich ist, und dann später dann zu Hause wahrscheinlich dann nochmal in Richtung, naja, lass mal überlegen, Burger, Pizza, eins, irgendwas davon, vielleicht auch eins auf dem anderen drauf oder so, ich habe keine Ahnung. Also, wie gesagt, die nächsten Aufnahmen kommen von hier aus dem Gym in Wien.
So, ich hoffe, ihr könnt mich hören. Nächste Aufnahme, wie gesagt, aus dem Gym. Wir sind auf der Weightlifting-Plattform. Fangen an mit Military Press, Strict Press und machen noch ein paar Snatches. Cool. Das war der Samstagabend im Gym. Great job. Danke, Mann. Ein kleiner Workout am Ende. So ein bisschen schwer gefallen hier in der Location. Geht es nicht so optimal. Soundmäßig ist geil hier. Motivation ist auf jeden Fall geil. Da gibt es ja schon ein paar Videos hier und da blende ich ein. Okay, der Countdown läuft. Es sind nur noch ein paar Stunden, eine Nacht noch zum Schlafen, dann ist Abwaage morgen früh. Da melde ich mich dann nochmal. Wie gesagt, heute war ich auf der Lifting-Plattform, habe die neuen Lifter auch hier eingeweiht bei der Strict Press, beim Snatchen. Das lief ziemlich gut. Fühlt sich sehr gut an, also Feedback von mir. Gut, mindestens genauso gut wie die Reeboks. Bei den Reeboks hat mich nur gestört, dass irgendwann mal der Klettverschluss ständig aufgegangen ist. Deswegen hatte ich ein Bedürfnis nach neuen alternativen Liftern. Da habe ich jetzt mit dem Romaleos sehr guten gefunden. Wie gesagt, kleines Workout am Ende. 10 Push-Ups, 10 Toes to Bar, Strict und noch 5 von diesen hohen Box-Jumps.
Und damit verabschiede ich mich aus dem Das Gym für den Samstagabend. Wie gesagt, morgen Sonntag Abwaage, Diätende offiziell. Melde ich mich nochmal. Bis morgen. Alright, also es ist Sonntag. Wie ihr seht, ist der Seminarraum hinter mir leer, weil das Seminar jetzt heute zu Ende gegangen ist. Es ging um Trainingsplanung beim Thema Maximalkraft und wir hatten die Abwaage heute Morgen, also es ist Sonntag. Die Abwaage hat wunderbar funktioniert. Zielgewicht nach 12 Wochen waren ja 80 Kilo mindestens zu unterschreiten. 79,7 Kilo hatte ich. Ripped war alles wunderbar. Umfänge minus 3 bis 5 cm. War alles erfolgreich, Diät erfolgreich beendet. Den Tag über gut rumgekriegt und schön Kohlenhydrate und Energie und Kalorien wieder reingeschaufelt. War natürlich mit der Müdigkeit dann ein bisschen schwierig, weil die Abwaage heute Morgen stattgefunden hat und wir alle sehr früh wach waren, schon um 6. Einfach, ja, war ein bisschen aufregend dabei. Klappt das alles wirklich so wie geplant? Das hat bei, glaube ich, allen Teilnehmern geklappt. Bin natürlich sehr froh, dass es funktioniert hat. Es war nochmal eine anstrengende Woche, an der ich mich nicht so 100% fit gefühlt habe. Das lag sicherlich auch an der Auswirkung der ersten zwei Tage der Entladung mit Keto. Sieht man ja weiter vorne im Video und wie gesagt, hat alles sehr gut geklappt. Die Konzentration, die Müdigkeit und so weiter, die haben heute voll reingeschlagen. Es waren auf und ab, voll Magen gehabt, gar kein richtiges Hungergefühl, also komplett neu wieder nach 12 Wochen das Gefühl, sich wieder zurückzuerarbeiten. Und dadurch hat natürlich auch die Konzentration ein bisschen gelitten. Ich habe viel Kaffee getrunken, damit das alles auch von der Aufmerksamkeit gut funktioniert hat, weil das alles sehr wertvolle Informationen heute waren zum Thema Trainingsplanung, Maximalkraft. Und das war eins der letzten, das glaube ich, das vorletzte Doppelwochenende. Da kommt jetzt nochmal ein Wochenende zum Thema Pull-Übungen und ein paar Ergänzungsübungen, Arme und so weiter. Da werden wir nochmal in der Wiener Neustadt sein, also nicht hier. Und dann haben wir noch ein paar kleine Module, BWL-technisch, Steuern, Online-Coaching und so weiter. Und dann kommt da nicht mehr so wahnsinnig viel und die Ausbildung neigt sich dann schon dem Ende. Na klar, gibt es dann im Juli, dann Mitte Juli nochmal die Abschlussprüfung. Dazwischen werden aber dann keine neuen Seminare mehr sein. Wir haben es aber heute auch selber festgestellt, schon was die Aufmerksamkeit angeht, zweimal hintereinander, also Samstag und Sonntag, wie das bis jetzt immer so war, 8 Stunden Input, 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 ist irgendwann mal schwierig, weiterhin brainmäßig dabei zu bleiben, konzentriert zu arbeiten, alles mitzubekommen, da muss man dann jetzt nacharbeiten mit Excel-Tabellen und so weiter, das ist alles super spannend. Maximalkrafttraining natürlich für mich sehr interessant, weil die olympischen Lifts in diesem Bereich stattfinden beim CrossFit-Training. Und natürlich auch, wenn jemand eine Trainingsplanung von mir dann bekommt, das dann auch so einfließen zu lassen. Okay, also wie gesagt, ich habe euch die ganze Woche jetzt begleitet. Wenn ihr das Video gesehen habt, dann habt ihr eben von Montag die ersten paar Tage, die ich in der Garage trainiert habe, mitbekommen. Genauso auch wie die letzten Tage, die ich dann hier in Wien bei der Vorlesung war und dann vor Ort nochmal die Trainingssessions gemacht habe. Okay, also wie gesagt, da kommt nochmal ein bisschen mehr. Die Ausbildung ist ja noch nicht zu Ende. Diplom Strength Coach in dem geilsten Gym der Welt, in dem ich bisher war, das Gym Intelligent Strength. Absolute Empfehlung herzukommen, sowohl für den Spirit zum Training als auch zum Fortbilden. Drückt die Glocke, abonniert den Kanal und so weiter und bleibt weiterhin dran. Ich werde euch weiterhin auf dem Laufenden halten. An Coach André AZ raus.